Hallo, hier ist wieder Möbel Knapstein. Unsere Jubiläumsfeiern gehen immer noch weiter. Oktoberfest ist am Samstag, 26. September 2015 angesagt. Hau den Lukas bei bayerischer Musik und deftigem Essen. Sonntag, 15 Uhr, siebter Spieltag in der Landesliga Gruppe 1. Der FC Remscheid ist zu Gast beim Rather SV auf deren Sportanlage in der Landeshauptstadt Düsseldorf. Und nach dem 4:0-Sieg gegen Essen West in der letzten Woche wollte der FCR nachlegen, aber es sollte ein schweres Spiel gegen den Bezirksliga-Aufsteiger aus Rath werden. Die Düsseldorfer zu Anfang giftiger, schneller am Ball hier in der vierten Minute. Dustin Gottliebe muss für den FC Remscheid retten, der Nachschuss dann im Abseits. Dustin Gottliebe, der Kapitän des FC Remscheids und Torhüter, hatte einen langen Nachmittag. In der 12. Minute war es wiederum Gottliebe, der gegen die Rather klärt. In der 15. Minute dann ein Schuss von Astrid Hüseni, den wieder Dustin Gottliebe klären kann. Der FC Remscheid wurde nach 20 Minuten langsam besser. In der 21. Minute. Adis Babic auf der linken Seite läuft durch, läuft ein bisschen in die Mitte und dann mit dem Schuss. Aber kein Problem für den sehr, sehr großen Damian Liesemann im Tor der Rather. 31. Minute, Freistoß für den FC Remscheid. Getreten von Patrick Posavec, verlängert von den Remscheidern. Da ist Lukas Kociatek, aber der Ball geht knapp vorbei. 33. Minute, dann wiederum auf der anderen Seite. Alon Abelski, der nach Rath gekommen ist vom letztjährigen Drittligisten Hunterhaching, setzt sich gegen 2-3 Remscheider Spieler durch und der Ball geht an den Pfosten. Glück für Gottliebe in dieser Situation. Dann in der 35. Minute Konfusion im Strafraum des FC Remscheids. Ben Abelski liegt dann am Boden und Schiedsrichter Christian Schipper zeigt auf den Punkt. 11 Meter für die Gastgeber. Der wird getreten von Alon Abelski und der verliert das den Gottliebe. Die verdiente Führung zu diesem Zeitpunkt für den Rather SV gegen den FCR. 38. Minute. Aus einem Remscheider Angriff wird eine Kontersituation für die Rather. Wieder Alon Abelski. Der spielt auf Marco Nikolic. Aber kein Problem für Dustin Gottliebe. 45. Minute. Foul von Marius Suchanow und Schiedsrichter Christian Schipper zeigt dem Remscheider seine zweite gelbe Karte an diesem Nachmittag, nachdem er schon beim Elfmeter eine Karte kassiert hatte, damit gelb-rot und die Remscheider nur noch zu zehnt. Der anschließende Freistoß, getreten von Alon Abelski und der geht knapp vorbei. Und es bleibt beim 1:0 für den Rather SV gegen den FC Remscheid zur Halbzeit. Nach der Pause verflachte das Spiel, aber die Gastgeber hatten weiterhin die besseren Chancen. Astrid Hüseni auf Daniel Palac. Mehr mit dem Schuss, aber das den Gottliebe kann klären. 56. Minute, diesmal der FC Remscheid. Auf der anderen Seite der eingewechselte Abdul Waheb Dubravic mit einem langen Ball kommt an bei Serkan Hacizalihoglu. Der trifft sich aber selber und der Ball kullert ins Aus. Das hätte eine gute Chance für den FC Remscheid werden können. 59. Minute, Ben Abelski mit dem Schuss und das den Gottliebe rettet. 68. Minute, der FC Remscheid auf der linken Seite. Serkan Hacizalihoglu mit dem Ball geht in den Strafraum rein. Sein erster Schuss wird geblockt. Dubravic mit dem Nachschuss. Und Ecke für den FC Remscheid.
75. Minute wiederum der FC Remscheid. Wiederum Dubravic mit dem Schuss. Der geht aber am langen Pfosten vorbei. 80. Minute. Wiederum die Gastgeber. Der eingewechselte Patrick Werchau. Aber wiederum der starke Dustin Gottliebe. Immer noch nur 0:1 gegen den FC Remscheid. Der Remscheider Keeper hält seine Mannen im Spiel. Die letzte Chance für den FCR dann in der 89. Minute. Eingeleitet von Gottliebe. Der Ball auf den eingewechselten Tarkan Türkmen. Aber der zieht nicht durch gegen Damian Liesemann. Und der kann für die Gastgeber retten. Kurz danach ist Schluss. Der Rater SV gewinnt verdient 1:0 gegen einen schwachen FC Remscheid an diesem Sonntagnachmittag. Aber nach dieser Leistung hatte man nicht mehr verdient. Damit rutscht man wieder runter in der Tabelle auf Platz 12. Aber schon am Mittwochabend geht es weiter. Englische Woche in der Landesliga. Der FC Remscheid spielt gegen Niederwienigern zu Hause um 19:30 Uhr am Jahnplatz.